Arne Domena für Lifestyler TV. Heute ist ein großer Tag. Ich habe die große Ehre, den Mann euch vorzustellen, den ihr vielleicht schon kennt. Aber heute werdet ihr den Mann noch ein bisschen näher kennenlernen. Sören Schnabel aus Hamburg ist hier, unser Star-Produzent. Er wird es nur mal selbst kurz vorstellen. Und dann werde ich ihn genau auf den Zahn fühlen. Sören. Hi Nana, wie geht's dir? Es war zu gut bei dir. Alles in bester Ordnung. Ja gut, ich habe gesehen, du hast einen riesen Clan mitgebracht. Ja. Ich werde einfach mal jetzt ganz unverschämt spontan nach vorne gehen. Dich kennt man ja von DSCS. Vielleicht kannst du dich trotzdem auch noch mal kurz vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen. Gut, also ich bin Kim, ich bin 17 Jahre alt und ich habe bei DSCS mitgemacht und bin unter die letzten 30 gekommen. Und jetzt bin ich hier bei Sören. Und machst Musik mit Sören zusammen? Ja, wir sind gerade dabei, was aufzunehmen. Sehr gut. Und neben dir sitzt? Die Mama von Kim. Die Mama von Kim. Ja, die Kim immer unterstützt. Und ganz außen? Ich bin der Mirchi und ich bin halt Musikant. Ich will natürlich jetzt erstmal wissen, was sind jetzt eigentlich genau die Pläne, die du in der nächsten Zeit umsetzen willst? Ich meine, der Plan von Hamburg nach Köln hat schon mal geklappt, aber wie geht's weiter? Also, ich erzähl mal. Ich bin Musikproduzent. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen zu produzieren. Und es ist so, dass ich dann immer weitergemacht habe. Ich habe nie aufgehört. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nachdem ich Dieter Bohlen getroffen habe auf dem Hamburger Flughafen, ich werde irgendwie irgendwann genauso einer, ne? So ein Musikproduzent mit Hits, sag ich mal, oder mit Supersongs. Und ja, dann bin ich irgendwann durch Zufall, bin ich jetzt über die Zeit, dann habe ich viele Leute kennengelernt, bin nach Köln gekommen und ja, was soll ich sagen, jetzt sitze ich hier und freue mich. Wie ist das Arbeiten mit Sören Schnabel? Ich meine, ihr wart ja schon zusammen im Tonstudio und es gibt ja auch den einen Song. Wie ist das entstanden? Wie ist das alles umgesetzt worden jetzt für dich? Also ich bin ganz spontan zu Sören gegangen, habe mich vorgestellt, einfach mal so, um irgendwie mal eine Demo-CD aufzunehmen. Und dann fand er mich so toll und dann hatte mir gleich ein Lied vorgespielt. Und dann am nächsten Tag kam ich an und dann hat er in der gleichen Nacht noch ein neues Lied produziert. Und jetzt sind wir dabei, es gerade aufzunehmen und also es ist ganz entspannt mit ihm und wir können also gut mit zusammenarbeiten. Also es ist gar kein Stress. Wow! Das ist meine Trompete. Also damit spiele ich jetzt den Lucky Song, den ich für meinen Hund Lucky geschrieben habe. Und ja, spiele einfach mal fort, ne? So ein bisschen, nur anspielen. Und hast eine tolle Crew mitgebracht, vor allen Dingen hast du einen riesen Clan mitgebracht an Menschen. Also es ist ja nicht nur hier so mächtig, es sah auch schon mächtig aus, als ihr auf mich zukamt, mit so vielen Leuten, mit deinem eigenen Bodyguard, die Kim ist dabei, die Mama ist dabei, dein Partner ist mit dabei, hast noch einen Fotografen mit dabei gehabt, ein anderer Fotograf ist auch noch mit am Start, Lucky ist mit dabei, deine eigene Mama ist mit dabei, also es sind wirklich viele, viele, viele Leute hier. Die Kim ist ab sofort im Booking und jeder kann sich melden, der sie auf die Bühne haben will. Sehr gut, also melden. Wenn du oder du sagst, hey, Kim ist cool, Sören ist cool, unser Star-Produzent, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten, dann einfach auf die Homepage gehen. Die wird jetzt auch nochmal unten eingeblendet, ist ja alles möglich heutzutage. Und dann kommt ihr vielleicht bald mit Sören oder mit Kim in Kontakt. Eins ist ganz sicher, neben mir sitzt eine wunderbare Frau und ich kann euch sagen, sie hat riesen Star-Potenzial. Sie war bei DSDS Platz 30 von über 30.000 Menschen und ihr könnt sicher sein, sie wird hier gleich live performen, dass man auch sehen kann, dass sie wirklich singen kann. Bist du noch gut drauf? Jo, also ich bin sehr gut drauf, mir ist nur kalt und der Winter kommt und darüber freue ich mich nicht, aber ich freue mich hier zu sein mit dir. Cool, das freut mich. Was willst du gleich performen? I Don't Let You Go, das ist der neue Hit, hoffe ich, den Sören Schnabel für mich also produziert hat, den wir gerade aufnehmen. Ich kann nur sagen, das, was Sören Schnabel macht, das ist eigentlich immer gut und ich bin mir da auch sicher, dass das ein Hit wird. Mit der Power, mit der Motivation, die du an den Tag bringst, wird es auf jeden Fall passen. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie du performen wirst. Ich gebe dir einfach jetzt hier mal das Mikrofon in die Hand und lehne mich zurück als Moderator, der den ganzen Tag nur labert. Und ja, lass mich jetzt
verzaubern. Viel Spaß dabei. Sweetest thing I ever saw. You came into my life. Na 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 na. You are the sweetest thing I ever saw. Wanna give you all my love. I don't let you go. And I don't wanna let you go. I don't let you go away. And I don't let you go. And I don't wanna walk away. And I want to hold you in my arms. Wow! Das ist doch mal hier hitverdächtig. Jetzt geht's gleich weiter ins Diamonds und da werden wir noch die ein oder andere Überraschung sehen. Und jetzt trinken wir schon ein bisschen was zusammen. Haben wir uns verdient. Hat Spaß gemacht im ersten Teil. Und das letzte Wort kriegt natürlich Sören. Ja, also erstmal mega herzlichen Dank an die Zuschauer, also auch, dass die einschalten auf Lifestyler TV. Ich muss sagen, ich finde Lifestyler TV und dich, Nana, wirklich sehr super. Also du hast es super hinbekommen mit Lifestyler TV. Und ich muss sagen, da geht's weiter. Danke. You are the sweetest thing I ever saw. You came into my life. Na na na. Party, alle gekommen wegen dir, Star-Produzent Sören Schnabel, und wegen dir. Nein, natürlich ist hier jeden Donnerstag was los auf der Crazy Thursday, aber eins ist am coolsten an der Geschichte: Man kennt euch sogar hier in Köln. Wie kann das sein? Ich liebe Köln, das ist einfach geil. Das Diamonds ist geil, das ist alles geil hier. Ich liebe Köln, ich kann nichts anderes dazu sagen. Was sagst du dazu? Ich sehe das genauso. Also, Köln, ich habe schon immer Köln geliebt. Und wie ist das mit den Autogrammen? Ist das, habt ihr euch das vorgestellt oder war das jetzt irgendwie wirklich Zufall? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Zufall war. Die Leute haben mich entdeckt, die haben mich entdeckt und dann kamen die einfach. Die kamen einfach. Vor allen Dingen draußen vor der Tür, als ihr reinkam, war Express da. Also unglaublich. Also dass die Express da war, das fand ich auch spitze. Ich mag diese Zeitung, ja. Neben der Bild-Zeitung eine der besten Zeitungen Deutschlands. Und ich gucke sie immer an, weil ich dich schon gesehen habe da drin. Sehr gut, sehr gut. Das stimmt. Danke Express für den Support auf diesem Weg. Das stimmt. Ja, viele Leute sagen, du bist der neue Dieter Bohlen, nur als Sören Schnabel. Ist das richtig? Also erstmal bin ich als Sören Schnabel auf die Welt gekommen. Und irgendwann dann hat mal einer meine Musik gehört und hat gesagt, Mensch, das klingt so ein bisschen wie Bohlen oder Mensch, bist du nicht irgendwie so ein neuer Dieter Bohlen? Und daher kam das. Also die anderen haben das gesagt, nicht ich. Aber dann habe ich das natürlich aufgefasst. Dann hat RTL das in Norden gebracht, ja. Und dann ist das irgendwie durch YouTube auch durch ganz Deutschland gegangen. Also es ist schon so, aber ich bin in erster Linie Sören Schnabel. Aber ich muss sagen, Bohlen hat es geschafft und wir kommen auch dahin. Auf jeden Fall, Bohlen finde ich auch wirklich cool. Er macht gute Arbeit und vor allen Dingen kann man ihn schon als Vorbild irgendwo nehmen, weil er einfach nach vorne geht und Gas gibt, das auf diesem Wege. Kim, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Was sagst du hier zu dem Diamonds Club? Der ist super und ich habe es mir gar nicht so vorgestellt. Also, dass ich überhaupt hier oben sitze, also ich habe mich sehr... Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern, ja? Und dann gibt es noch eine kleine Verabschiedung und das war's dann, okay? Bisschen tanzen. Gerne. Sehr gut. When I'm walking through the town, when I'm
Musik. Super, die Leute, echt. Vor allem die Leute, die kennen euch hier, kann das sein? Also ich hatte auch das Gefühl, wir hatten über 10 Fans oben, das war genial. Also. Unten wurden Fotos gemacht von euch. Ja. Was sagst du, du bist ja zum ersten Mal hier im Diamonds gewesen, was sagst du? Also ich bin begeistert, allgemein, ich habe so schön erwartet. Freunde, mein Name ist Nando Domina für Lifestyle TV. Es war wieder ein großartiger Tag, ein großartiger Abend hier auf der Crazy Thursday. Jeden Donnerstag im Diamonds war zu Besuch einmal Starproduzent Sören Schnabel mit Kim, Familie und Anhang. Alles mit dabei. Wir sind draußen bei Lifestyle.tv. Seht ihr das mit? Dankeschön.